Willkommen, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und ja, schauen wir mal, ob wir im heutigen Part vielleicht wieder irgendwelche Aufträge erledigen können oder ähnliches. In den letzten beiden Parts ist ja verhältnismäßig wenig passiert. Ich meine, wir kommen langsam aber sicher voran. Und ich finde, es ist ein entspanntes Abenteuer, was wir bisher erleben. Nichts zu Stressiges. Und wir haben unseren nächsten Geldbeutel erhalten. Sehr schön. Oh. Was auch immer das jetzt wird, das ist auf jeden Fall was ganz schön Großes. Denke ich, hoffe ich. Okay, save complete. Lasst uns als erstes mal schauen. Morgen ist Ulrichs Geburtstag. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, also beziehungsweise was wir ihnen schenken sollen. Das Spring Festival darunter, das klingt interessant. Ich würde sagen, heute machen wir mal einen Reverse. Phantasm, I hope this letter finds you well. Can you meet me at the manor house when you have the time? I'd like to discuss Mysteria's emergency supply reserve with you. Das mache ich doch sehr gerne. Aber nicht jetzt, denn ich möchte tatsächlich jetzt mal einen Reverse machen und damit anfangen, die Farm als erstes zu bearbeiten. Und danach gehen wir sozusagen dann erstmal in die Stadt. Ich denke, es wird ein bisschen effizienter sein, wenn ich es so rum mache. Damit wir potenziell dann immer wieder das Bathhaus mitnehmen können und ich dann vielleicht abends nochmal was tun kann. Wäre jetzt einfach nur ein spontaner Guess. Ich wollte es eigentlich immer so machen, dass ich mir erst Seeds kaufe. Und. Das ist nice. Und dann im Anschluss erst in die Stadt gehe, auf die Farm gehe, weil das würde ja Sinn ergeben, reihenfolgentechnisch. Okay. Ah, wait. Ich möchte mal eine Kartoffel da behalten, um zu schauen. Können wir die einfach hier ins Feuer halten? Nein, können wir nicht. Schade. Dann brauchen wir vermutlich wirklich erst eine Küche, bevor wir eine Baked Potato machen können. Oder wir müssen die in der Herberge nutzen. Was uns dann vermutlich immer nett 5 gibt. Okay. Dann fangen wir an mit Shaken. Gut. Und holzen erstmal richtig rein. Hier. Sehr schön. Doppelholz. Ja, das ist, was ich will. Es tut immer ein bisschen weh, die Sakura-Bäume umzuholzen. Da bricht mein Weep-Herz in mir zusammen. So. Die Baumstümpfe, die halten ganz schön was durch. Die bringen dann aber auch 3, was echt nicht so verkehrt ist. Also wir bekommen für einen Baum mindestens 5, was echt nicht schlecht ist. Oh, ein Acorn. Sehr schön. So. Dann darf ich nicht vergessen, dass ich auch noch die Suppe mitnehmen kann. Noch ein Acorn. Schön. Das Acorn kann ich eventuell auch immer direkt verkaufen. Okay, den Baum kann ich noch mitnehmen und dann haben wir unser Limit erstmal erreicht für jetzt. Und den, ja, nehmen wir noch den Stock hier drüben mit. Alles klar. Schön, schön. Lagern wir das Holz ein. Die Daffodil würde ich auch lagern. Und von der Tulip möchte ich eine dabei behalten, wie immer. Und die Acorns. Moment, wie viel bringt eine Acorn? Da war ich nicht lang genug drauf. 5. Na gut, nee, dann behalte ich die. Dann kann ich die vielleicht später zu was verwerten. Okay. Dann fangen wir unsere Tour. Ich würde sagen, wir gehen es halt wirklich genau im Reverse. Wir fangen erstmal hier an. Where should you invest your sense? The choices you are given merely represent the desire of your own heart. Choose how you like. Das ist wahr. Und wir haben 30, 31. Wann ist das denn passiert? Uiuiui. Also, ich würde sagen, wir können tatsächlich gut upgraden jetzt. Blacksmithing, time sensitive.
Crafter. Okay, das sind alles Sachen, die ich jetzt noch nicht brauche. Hammer Time brauche ich auch noch nicht, aber Forager. Das hätte ich gerne. Chopping down a tree will occasionally drop a seasonally appropriate forageable. Sehr, sehr gerne möchte ich das. Und als nächstes würde ich dann den Green Thumb mitnehmen und generell die Stufe 1 ausmaxen. Oh, der Käfer, der saß außerhalb, den konnte ich so nicht fangen. Schade. Hey, perfekt. Gut, dass wir dich gleich als erstes treffen. Oh, I know just what to do with this. Thank you, Phantasm. Das freut mich. Morning, Phantasm. I was just looking over this chart of leaf shapes in the Codex Mystria. They're all so pretty. Das freut mich. Ein Vogel fliegt hier drüben. Bella ist gerade nicht hier. Okay, dann sprechen wir erstmal mit Adeline und schauen, was sie möchte. Hey, hallo. I was thinking of working at the end today. Sometimes it's nice to be around people, even if you don't have time to chat. Okay, sie möchte nicht hier mit uns sprechen, sondern wirklich in ihrer Menschen. Request for materials. 10 Wood und 10 Stone. Das haben wir doch easy. Das haben wir mehr als easy. Da würde ich dann gleich nochmal zurück auf die Farm gehen. Dann einfach nur, weil das gerade timing-technisch gerade so gut passt. Bling. Das war Geld. Wait. Wir gehen erst ins Bathhaus. Ich nehme natürlich das Gespräch mit Hayden mit, dass wir ihn nicht auf den Weg liegen lassen. Landon, nicht Hayden. Another new day, let's make the most of it. Yep, facts. Und... It's good to see you and about. A day like this is meant for enjoying. Ja, enjoying ist hier arbeiten tatsächlich. Hi, welcome to the bathhouse. Oh, it's you. Talk to Dozy, I'm going back to sleep. Ha, wow. Looking at Dozy makes you feel happy. Definitiv. That will be un... Ah! Just go in. Thanks, Juniper. Wir müssen das auf jeden Fall ausnutzen. Wir können skippen. Hier passiert ja nichts. I hope you enjoyed your bath. But remember, if you feel any ill effects such as light headache, insomnia or sudden tail growth, what? It's merely a random coincidence. Der random tail growth, der macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Wo kam der auf einmal her? Okay. Wen kann ich hier noch mitnehmen? Hier drüben. I think Errol sealed the mines off after the earthquake because I kept getting lost in there. All the tunnels got messed up. Don't tell him, but I got lost in there before the earthquake too. Wow. Okay, dann gehen wir als erstes ins Haus. Wird wahrscheinlich die Quest sofort triggern. Yep, genau. Und dann sprechen wir im Anschluss mit Island. Your request is reasonable, but could I suggest we add a sleep aid to the list of medicines? It keeps well. We ran short in the days after the earthquake. It would be a weight off my mind to know we have extra stock. That's a great idea. Our first aid supplies could cover all the bases. Excellent. I'll get to work. Here to pigeon as well, Phantasm? Many hands make light work. I'll leave you two to it. Zirkumflex wie Zirkumflex. Thanks for answering my letter. I send out personal requests to anyone who might be able to help us rebuild our emergency stockpile. I don't like to think about what might have happened without it in the aftermath of the earthquake. Unfortunately, it's pretty much used up. You won't... Das ist definitiv die richtige Antwort hier. You won't believe how many berries I can donate. I had something a little more substantial in mind. Could you ship 10 crops to help resupply our food rations? I'll give you the seeds to get you Oh! Locally grown crops keep well, and they're filling and nutritious too. I think we'll all sleep easier with the emergency stockpile refill, don't you? Definitiv. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich danke für die 10 Potatoes. Aber nicht zu vergessen, wir wollen erstmal mit Aland noch reden, der hier irgendwo ist. Frage ist natürlich, wo? Aland, mein Bester, wo bist du? Ja, sicher nicht hier. Sicher nicht hier.
Auch nicht hier? Okay, dann wird er wahrscheinlich unten im Hauptraum sein. Auch nicht. Okay, dann bleibt ja nur noch ein Raum. Das ist rechts von uns. Da bin ich mal gespannt. Aelin, Meister. Guten Tag. I regularly meet with my sister to discuss town matters. Between you and me, I'd rather be excavating the western ruins. Das ist halt der Nachteil, wenn man in so einer verantwortungsvollen Position ist. Okay. Wir haben zwei Personen hier. Oh, nein, wir haben die ganze Gang. Natürlich haben wir die ganze Gang. Don't you think Mr. Hayden is kind of like a dad? And the animals are his kids. His kids are so cute. Ich meine, es ist nicht falsch. Den Eindruck kann man auf jeden Fall bekommen. Hier waren wir, beziehungsweise mit ihm haben wir gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt noch praktisch alle in der Stadtmitte. Oh. Achso, nee, das war die Kleine. Okay. Mhm. Adeline told me you're pitching in for the emergency stockpile phantasm. I've been putting together a brace of new barrels for it. Sehr schön. When Rise arrived to town, he actually made things better for everyone. Something for you to think about. Dude. Langsam reicht's mir ein bisschen mit der Toxizität von dir. Ich kann genug ertragen, aber langsam wird's ein bisschen zu viel. Wir dürfen nicht vergessen, dann auch auf die Eastern Road und die Narrows zu gehen. Weil ich ja meinen Pathing heute mal umgedreht habe. Adeline and I don't talk much on our work dates, but it's just nice to have the company and I occasionally offer her some advice. There's a lot of on that young lady's shoulders. Das ist richtig. Oh ja, wir können auch gleich mal rausfinden, was wir benötigen, um Baked Potato zu machen. Hier unten. Eine Potato. Und Cooking Level 4. Das heißt, ich muss früher oder später anfangen zu gucken. Dann sollte ich wohl ein paar Turnips machen, damit ich die kochen kann. Okay. Maple and Luck were so cute this morning. I'm such a lucky big sister. Rena really outdid herself on today's soup. Take a gander, grab a bowl. Meine Stimme gibt langsam nach. Es sollte auf jeden Fall der letzte Part sein, den ich heute aufnehme. Wait, wo ist Baylor? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Hat er sich reingeschmuggelt? Ist der oben? Ich glaube, Baylor ist oben. Hey. Jetzt versteckt er sich in irgendeinem der Zimmer und ich muss es mal alle Räume durchsuchen. Na, Glück gehabt. Elsie speaks fondly of the capital, but that place only holds bad memories for me. Das kann man immer natürlich sehen, wie man möchte. Es gibt genug Leute, die von der Stadt aufs Land ziehen, weil sie eben nicht mehr als viel mit dem Stadtleben anfangen können. Raina is setting the menu today. She's so reliable. Hemlock and I are lucky. Das ist wohl wahr. Okay, wir haben jetzt alle hier einmal abgeklappert. Das heißt, Eastern Road. Dann gehe ich zu den Narrows. Und dann gehen wir zurück auf die Farm. Beziehungsweise, ich darf nicht vergessen, hier nochmal kurz in den Good Store zu gehen. Das ist die Klinik. Schmetterling. Hab dich. Und perfekt, den können wir dann auch mit gutem Vorwand im Museum abgeben. Aber gehen wir erstmal auf die Eastern Road. Und ich darf dann auch nicht vergessen, Rice nachher sein Zeug zu geben. Oh, zu spät gesehen. Is it a bird? Oh, it's a capybara. No, that's not right. Don't tell me. I'm going to guess it. You're putting me on, Len. You know what's... That's a cow. Okay. Okay. Das ist wild. Oh, wir können hier Clay kaufen. Wisst ihr was? Das ist zwar Geldverschwendung, aber... Wir kaufen zweimal Clay. Einmal zum Abgeben und einmal zum... Quest beenden. Weil so können wir zwei Fliegen... komm her. Jawohl, eine Ameise. So können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich denke, das soll uns diese kleinen
die kleine Investition von 100 Münzen wert sein. Wo ist Luck? Hallo? Hier. Wow, thanks, Phantasm. You're natural at bug catching. Ja, ich werde die halt einfach nur los, damit sie nicht mehr in meinem Inventar rumlungern. Die nehmen nämlich ein bisschen Platz ein, Gutster. Okay, dann gehen wir... Oh, das nehmen wir auch mit. Das können wir verkaufen, den Fennel. Moment, Moment, Moment. Wer wollte den Clay? Ich glaube, ich muss gleich nochmal zurück in die Stadt. Nein. Hier. Art Supplies. Nora wollte das. Okay, dann sprechen wir gleich mit Nora. Oh, und du wolltest einen Trout. Ah, dafür muss ich erstmal angeln. Und du wolltest einen Caterpillar. Den habe ich noch nicht gefunden. Okay. Wir gingen erstmal Clay und Butterfly ab. Donate. Zack, zack. Und... Das ist super. Ah, Found While Digging. Okay. Ich meine, es ergibt Sinn. I'm always impressed by your boundless energy, Phantasm. I'm boundless. This is a grand museum, isn't it? Ja, wir müssen es nur befüllen. So, den Fennel, den Wild Leek, den nehmen wir mit. Gotta make hay while the sun shines. Ja, ich werde jetzt mal mit Henrietta sprechen. Und dann können wir uns gemütlich nochmal in eine weitere Runde Farmarbeit stürzen. Wobei ich denke, ich werde, bevor ich auf die Farm gehe... Moment. Oh Gott, jetzt habe ich ja einen komischen Umweg genommen. Egal. Ich werde, bevor ich auf die Farm gehe... Nein, nicht bevor ich auf die Farm gehe. Bevor ich die Farm nochmal verlasse, werde ich dann alles an Quest-Material ablegen. Wait. Lass mich erstmal den Fennel und den Wild Leek loswerden. Zack. Zack. Okay. Okay, folgender Plan. Wir reduzieren jetzt unsere Ausdauer um 20, damit ich die Suppe dann essen kann. Und dann sind wir vollwertig dabei, um mehr heute Abend zu machen. Und dann brauchen wir noch die 10 Materials. Ich kann ja einfach alles mitnehmen. Wobei, nein, wenn ich so viel Wood mitnehme, habe ich ein Problem. Okay. Damit habe ich, glaube ich, alles, was gefordert ist. Die Food Reserves, die werde ich gleich anbauen. Den Clay haben wir in der Tasche. Die Materialien haben wir in der Tasche. Den Trout noch nicht. Und den Caterpillar müssen wir auch noch finden. Gut, okay. Dann lasst mich erstmal eine kleine Kartoffelfarm machen. Das ist so eine nette Donation von ihr. Kartoffeln sind zwar jetzt nicht die teuersten Crops, die wir haben können, aber ich meine, es ist so nett von ihr, dass wir so viele geschenkt bekommen. Ich meine, alles, was wir an Saatgut nicht kaufen müssen, schadet der heimischen Wirtschaft. Ja, irgendwie, irgendwo, I guess. Okay, nehmen wir das noch. Und dann können wir jetzt nochmal in die Stadt gehen. So. In der Herberge ist Nora. Da. Ich möchte dir den Clay geben. Is this the clay of Fordell's art project? Thank you, Phantasm. She's been talking about making this legendary sword for days. She'll be delighted. Here's a reward. Danke. Ich meine, das war genau das, was ich bezahlt habe. Also, was für, I guess. Und die andere Person war Ryze, glaube ich. Oh nee, never mind. Das war nicht Ryze. Oder? Da bin ich gerade blöd. Das war doch Ryze, oder? Also, den ich das geben muss. Oder was?
Ja, doch, es war Rice. Okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte mich verguckt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Bathhaus hoch. Ah, der Good Store hat, glaube ich, jetzt schon geschlossen, oder? Oh ne, nevermind, der ist noch offen. Dann können wir uns natürlich noch was Gutes mitnehmen. Cherry Sapling. Cherry Tree Sapling. This tree can be planted anytime. Das ist cool. Tulip. Lemon Sapling. Oh. Oh, das ist cool. Das dauert 14 Tage. 14 Tage, ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu spät dran. Wobei, nicht unbedingt. Und dann alle 3 Tage. Hm, ich könnte mir also einen Baum kaufen, aber will ich das? Will ich das? Wisst ihr was? Yes. Ich werde mir einen Cherry Tree kaufen. Okay. Hier gibt's nichts weiter. Das heißt, wir gehen erstmal zu Rice hoch. Der müsste immer noch im Bathhaus sein. Da sind sehr viele Leute gerade. Uiuiuiuiui. Okay, das war ein Gruppenexodus hier. Moin, Meister. Ich möchte das hier turn in. Wow, thanks, Phantasm. You're a lifesaver. I'll be able to finish my project with these materials. Here's a reward. Danke. Okay. Was sagt die Gang? Ah, I don't think the day really starts until the sun sets. Geht mir genauso. It's Luck's turn to decide what we do tomorrow. What do you want to do, Luke? Jetzt habe ich Lachs gesagt. Was für ein Lachs? Oh, this is a lot of pressure. Is this what it's like being leader of the Dragon Guard, Del? Ja, vermutlich. Vermutlich. So. Wir haben ja jetzt noch 80. Das heißt, ich würde noch mal kurz in den Good Store gehen und uns noch irgendeine Kleinigkeit kaufen. Oh, ich würde sagen, kaufen wir uns 2 Potato Seeds. Holen wir das Maximum raus. Und dann... Ah, ich hätte mir Turnips kaufen sollen. Schade. Egal. Egal, dann kein Rüben für uns. Ist ja auch nicht so tragisch. So, dann pflanzen wir unsere Saat. Zack und zack. Zack und zack. So, wie machen wir das mit dem Baum? Oh, den kann ich hier mitten in die Mitte setzen. Nice. Da bin ich gespannt, wenn wir den dann fertig haben. Okay. So, dann will ich jetzt die restliche Zeit noch nutzen, um ein bisschen... Oh, haben wir mit Henrietta geredet? Ich glaube nicht. Verdammt. Ich habe die gute Henrietta vergessen. Das war gar nicht geplant. Naja. Dann muss ich mit der Schmach leben, nicht mit Henrietta geredet zu haben. Das ist traurig. Okay. Das sieht gut aus. Wir sammeln das Material sehr, sehr gut und sehr schnell. Oh, da ist ein Caterpillar. Fang. Jawohl. Damit können wir die Quest auch erledigen. Und da drüben ist noch eine weitere. Sehr schön. Wir können die Quest erledigen und wir können das Museum befüllen. Sehr, sehr schön. Wir hacken noch ein bisschen Holz. Ich glaube, bis 2 Uhr können wir machen, also nutze ich da auch die maximale Zeit aus dafür. Wow, das hat sich gelohnt. Wir sollten uns auf jeden Fall in naher Zukunft mal eine Angel besorgen. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht questbedingt bekommen. Wenn nicht, dann sollte ich die mir wahrscheinlich kaufen. Okay, wir haben bald keine Bäume mehr hier. Was nicht so schlimm ist tatsächlich. Okay. Reicht das noch, um einen Stein abzubauen? Jawohl, wir kommen auf genau 0. Sehr gut.
Und dann können wir noch den Shrine nutzen. Und dann würde ich mir jetzt den Adaywell Spend holen, weil der lohnt sich ja jetzt gerade idealerweise für uns. Da wir genau auf 0 Stamina sind. Und dann lagere ich meine ganzen Ressourcen, die ich jetzt gerade erhalten habe, ein. Und wir haben schon 129 Holz. Das ist sehr, sehr gut. Und morgen geben wir dann die Caterpillar für das Museum und die Quest ab. Und dann haben wir auch wieder zwei Dinge mit einmal abgehakt. Und wir sind sehr produktiv derzeit, würde ich sagen. Wir sind langsam, aber wir sind produktiv. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Alles klar. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.